Ich bin ganz gern Bayerin, ja. Das gefällt mir. Ja, weil du kannst mit den Kindern, du hast für alles einfach Zeit. Es ist nur Einteilung und nur einfach eine Kopfsache, jetzt habe ich Zeit oder jetzt habe ich nicht Zeit. Unser Bauernhof in Micheldorf, der besteht aus 2000 Hühner und 150 Hühner dazu, weil 10% braucht man. Und aus derzeit 4 Mutterkühe, 2 Kälbern, 4 Pferde, 2 Pfau, einen Haufen Katzen habe ich. Unser Betriebsschwerpunkt sind eher eigentlich die Hühner. Nicht? Wir haben Bruteier, das heißt, wir haben 10% Hühner dabei im Betrieb. Und ja, wir haben 2000 Stück ungefähr und wir können davon eigentlich schon schön leben. Beim Mittagessen sind wir schnell einmal 10 Leute, wo jeden Tag frisch gekocht wird. Und ich kann ja von meinem Betrieb wirklich, ich hole so viel raus, indem dass ich in meine Kühe habe, dass ich die nicht hergib. Also das war das Letzte, was ich hergab an meine Kuh. Weil ich mache Milch, ich habe einen Süßraum, einen Sauraum, einen Topfen, ich habe Butter, ich habe alles für mich. Und für meine Familie, die was das auch alle ganz viel schätzen. Ich habe dann das Händelfleisch, ich habe auch, also selbst wenn irgendwas einbrechert, wir leben. Und wir leben schön und gut. Und für das danke ich Herrgott. Ein beständigeres Wetter, das war mir ganz wichtig. Und viele Leute, die was sie auch die Produkte für ihren Haushalt selber machen und nicht ein Schwimmbad in den Garten reinmachen und dann irgendwo hingehen und Karotten kaufen, weil sie sagen, bei dir wächst es ja sowieso. Bei mir wächst es auch nicht sowieso. Ich muss auch was tun dafür. Ob jetzt Schnecken oder irgendwelche Käfern und etc. und weder abhängig und. Ich muss es ja genauso tun. Und habe aber mein Schwimmbad nicht da, aber dann bin ich genauso glücklich. Bayernsee ist nicht überleicht, aber ich tue es einfach mit Herzen, weil es mir einfach taugt. Es taugt mir wirklich so sehr und meine 5 Kinder, dass die einfach auch damit leben können und alle da sind, auch wenn sie von der Arbeit heimkommen und gestresst sind und wenn sie sehen, dass ich Stress habe, dann helfen sie mir trotzdem nur, weil es ihnen auch taugt. Man geht bei der Tier raus, man ist in der Natur, es ist einfach schön.